Ein wunderschönes Willkommen zurück. Ja, wie man sieht, Doom 2. Einfach weil ich aufgrund der letzten Special Maps Hexen erstmal auf pausiert verschiebe. Ist mir doch ein bisschen zu. Ja, nervenaufreibend. Wie gesagt, Hexen ist ganz cool, aber wie ich bin ja gerade das Add-on, Hexen, oder wir hatten gerade Hexen Death Ring of the Dark Citadel gespielt und das war dann fürs Let's Play vielleicht doch, da können wir gleich Getting Over It spielen, der würde ich dann genauso gut ausrasten können. Ja, deswegen gehen wir einfach direkt weiter zum nächsten. Und zwar eins, was wir als Vanilla glaube noch gar nicht hatten, und zwar Doom 2. Und da würde ich mal sagen, legen wir einfach auch mal direkt los. Genau. 2 komplett ohne Mods. Warum auch? Ich bin ja Wanderer. So. Ich hoffe, meine Lautstärke ist überall gut eingestellt. Ich hoffe, es ist doch sehr. Nein, natürlich gar nicht. Ja, klingt schon besser. Okay, wir gucken einfach mal. Natürlich Ultra Violence, klar. Okay. Genau. So, das heißt. War ich mir schon dumm, ne? Ja, war schon dumm. Wir können doch einfach direkt die Kettensäge nehmen. Und uns hier schon taktisch verstecken. Ja. Hallo. Hi. Spielen wir mal auf Dingsermonster? Skill? Ja. Ich dachte, da waren immer drei Typen, die hier noch um die Ecke kommen. Aber waren diesmal nur zwei. Trab halt an, Junge. Geht doch. What the fuck? Leider müssen wir am Anfang ein bisschen Munition sparen, weil wir haben am Anfang nicht sehr viel. Apropos, was mir einfällt. Backpack. So. Damit wir auch ein bisschen mehr mitnehmen können noch. Easy peasy. Wo das ein bisschen schwieriger wird, ist draußen. Weil draußen haben wir gleich 4 Stück davon. 5 sogar. Oh. Was tut denn da? Dinge, die man nicht tun sollte. Thanks. So, dann haben wir mal eine etwas brauchbarere Waffe. Die gute alte Shotgun.
Geht doch. Ach komm, stopp halt. So, das hätten wir schon mal. Da haben wir hier auch diese wunderschönen, designtechnisch gut überlegte, von die Rocket Launcher. Ja, dann hätten wir die Rocket Launcher. Easy peasy. So, hier draußen gibt es leider auch nichts mehr zu sehen. Das heißt, wir sind eigentlich mit der Map soweit durch. Ja, die erste Map ist nicht sehr lang. Ja, ich weiß, hier von war Secret. Bringt uns aber nicht, weil aber, wie gesagt, halt nichts, was wir jetzt gebraucht haben. Jetzt haben wir auch alle Secrets und alle Monster. Easy peasy. Genau. Ja, dann können wir eigentlich schon direkt ins Ziel gehen. Ja, ist genauso wie bei Doom. Die erste Map ist natürlich nicht sehr lang, weil, wie gesagt, hatte ich ja schon mal erzählt gehabt, dass man bei Doom 2 bei der Entwicklung vor allem vor dem Problem stand, es allen gerecht zu machen. Damals, 1987, weil das Problem war, zum einen, weil es war natürlich für die Leute, die bereits Doom gespielt haben, bevor sie Doom 2 gekauft haben, etwas anspruchsvoller werden, weil die haben ja bereits Doom gespielt und haben damit quasi schon Erfahrung. Weswegen man das halt anspruchsvoller gemacht hat, logisch. Zum anderen wollte man es aber auch nicht zu anspruchsvoll machen, weil es gab ja auch Leute, die quasi Doom 2 gekauft haben, ohne dass sie vorher Doom gespielt haben, halt also die ohne Erfahrung oder ohne Vorerfahrung reingegangen sind. Und dementsprechend ist zwar Doom 2 schwierigerer als Doom 1, aber die Anfangsmaps sind trotzdem relativ einfach, damit man erstmal einen Einstieg hat quasi. So, lange Rede gar keinen Sinn. Wir nehmen mal die Shotgun und beenden das Level an der Stelle auch direkt. Und dann können wir quasi direkt das nächste Level gehen. War ja voll aufregend und so. Gut. So viel zur ersten Map. Ist halt relativ kurz, ist halt immer so, wie gesagt. Die nächsten Maps werden auch erstmal nicht länger. Länger wird es dann so ab Map 10 oder sowas, da werden die Maps wirklich komplexer. Bei Doom 2 wird es relativ schnell sogar schon schwieriger. Egal. Auf jeden Fall die ersten 3-4 Maps oder so sind halt alle relativ kurz. Von daher ist die Woche erstmal entspannt. Schau mit V.